Hallo und herzlich willkommen zu Rock'n'Raw. Heute geht es um das Thema weißer Industriezucker. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch wissen, dass er gesundheitsschädlich ist. Also er führt zu Diabetes, zu Übergewicht, er fördert eine Fettleber, er kann Kopfschmerzen und Migräne auslösen. Er begünstigt natürlich Karies oder verursacht Karies. Er löst Kopfschmerzen häufig aus oder sogar Migräne. Ja. Er schwächt das Immunsystem, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Und damit öffnet er quasi Tür und Tor für jegliche Erkrankungen. Und er ist ein sehr, sehr starker Säurebildner. Dazu muss man wissen, wenn unser Körper übersäuert ist, ist das quasi der Nährboden für jegliche Entzündungen. Und Entzündungen führen unweigerlich, sofern die Selbstheilungskräfte im Körper nicht ausreichend funktionieren, führen Entzündungen zu Krankheiten, teilweise auch zu schweren Erkrankungen. Ja? Also Übersäuerung ist halt wirklich immer so der Anfang des Bösen. Und da ist einfach Zucker ein sehr, sehr, sehr starker Säurebildner. Es können sogar Spätfolgen wie Osteoporose entstehen oder sogar Krebs. Also eben auch wieder wegen der Säure und dem Entzündungsprozess im Körper begünstigt er wirklich Krebs. Krebs ernährt sich eben hauptsächlich von Zucker. Und auch Pilze, ja. Pilze im Körper, die leben quasi von Zucker. Das ist deren Energie. Und daher ist ein hoher Zuckerkonsum, führt oft zu Pilzen. Ob das jetzt Hautpilze sind oder Schleimhautpilze oder Nagelpilze, das ist im Grunde wurscht. Und ebenso ist er halt für andere Hauterkrankungen oder kann für andere Hauterkrankungen verantwortlich sein, wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Psoriasis, das ist ganz oft der Fall. Und er nährt quasi die schlechten Bakterien im Darm und zerstört die Darmflora, also die guten Bakterien werden ja so ein bisschen vertrieben oder die schlechten werden halt einfach gefördert durch ihn. Das ist dann halt auch einfach wieder so ein Grundbaustein für jegliche Erkrankungen, wenn der Darm einfach nicht funktioniert und die Darmflora gestört ist. Und halt, ja, im Darm steckt halt 80% des Immunsystems. Dann gibt es zum Beispiel auch verschiedene Studien über Zucker. Also zum Beispiel hat die Universität Hannover herausgefunden, dass Kinder, die viel weißen Zucker essen, viele Süßigkeiten essen, schlechtere Noten erzielen als Kinder, die sich vollwertig ernähren. Oder noch krasser, eine Studie an einem amerikanischen College in Brentwood, Tennessee, also so eine neuropsychopharmakologisches College, hat an Forschungen und Versuchen an Ratten herausgefunden, dass sich das Gehirn von Ratten, die Zucker bekommen, tatsächlich verändert, also dass es sich neurochemisch verändert und dass es ähnlich oder genauso wirkt, wie wenn die wie bei der Einnahme von Kokain, ja, von Kokain oder Morphium oder Nikotin. Also dieselben Gehirnareale werden oder können verändert werden, nur durch Zucker, nur durch die Einnahme von Zucker. Und da können teilweise auch wirklich eben neurologische Krankheiten entstehen, wie ADHS, ADS, Multiple Sklerose, Demenz, Gehirntumore, Epilepsie. Also das ist halt irgendwie echt krass. Und vor allen Dingen, also wenn man halt irgendwie hohe Mengen an Zucker, besonders bei großem Hunger auf einmal isst, dann ist es am gefährlichsten. Dann ist halt laut dieser Studie eben von Tennessee so, dass das Gehirn sich verändert, wie beim Konsum von Morphium, Kokain, Nikotin und so weiter. Und diese Veränderung fördert eben auch eine höhere Bereitschaft, anderen Süchten nachzugehen, ja, wie Alkohol und so weiter. Dann was noch hinzukommt, ist, dass bei der Herstellung von weißem Industriezucker werden verschiedene chemische Reinigungs- und Klärmittel eingesetzt, wie zum Beispiel
Chlor, Schwefeldioxid, Knochenkohle. Und da bleiben auch natürlich immer Rückstände im Zucker enthalten. Aber jetzt kommt's, diese Rückstände müssen nicht angegeben werden, die müssen nicht mal zugelassen sein. Natürlich, also Chlor ist kein zugelassenes Lebensmittel. Soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn es anders sein sollte. Und das ist deshalb so, da in der Lebensmittelindustrie, also jetzt mal allgemein über die Lebensmittelindustrie, wie das da läuft, in der Lebensmittelindustrie müssen technische Hilfsstoffe nicht angegeben werden auf dem Etikett und nicht einmal, jetzt kommt es nämlich, nicht einmal zugelassen sein als Lebensmittel. Ja? Oder als Zusatzstoff. Sie müssen nicht einmal eine Zulassung haben. Das heißt, sie können eigentlich alles als technische Hilfsmittel verwenden und kein Mensch weiß das. Du kannst es auf dem Etikett oder sonst irgendwie, du kannst es einfach nicht herausfinden. Und das ist auch der Grund, warum in der Lebensmittelindustrie mengenmäßig viel, viel, viel mehr technische Hilfsmittel eingesetzt werden als Zusatzstoffe. Klar, weil die wollen halt, dass es, also so langsam sind die auch dahinter gekommen, dass den Menschen dann doch nicht ganz egal ist, was sie essen und auch mal die Zusatzstoffliste durchlesen. Und da möchten sie halt nicht, dass Chlor zum Beispiel auftaucht, ja, oder Schwefeldioxid oder so. Ja, und das ist halt echt ein ganz, ganz großes Problem. Und was interessant ist, ist halt, also das habe ich am eigenen Körper gemerkt, dass der Rohrohrzucker, also ja, man bedenke Rohrohrzucker, eigentlich genauso wirkt oder sehr, sehr ähnlich auf den Körper. Also meine Heilpraktiker haben noch gesagt, ja, den Rohrohrzucker kannst du essen, ist gar kein Problem, der ist super. Ja, und ich habe halt festgestellt, irgendwie ist der nicht so super. Also mein Körper reagiert darauf wirklich genauso wie auf weißen Zucker, fast genauso. Und das haben ganz, ganz viele Leute mir auch bestätigt. Ja, oder ganz, ganz viele Leute erzählen das auch von sich. Und mittlerweile weiß ich auch warum, weil der Rohrohrzucker einfach nur ein bisschen weniger gereinigt wird als der weiße Industriezucker. Ja, super. Also das sollte man halt auch wissen. Und da würde ich halt einfach als Alternative, also wenn ihr irgendwie irgendwas süßen wollt, Stevia benutzen. Also und da auch wirklich nicht irgendwie wieder einen Extrakt oder irgendwie so ein weißes Pulver oder so, da sind wir ja wieder in der Spirale der ja eventuell der Rückstände oder einfach der leeren Kalorie. Genau, das ist halt auch so ein Punkt. Also Zucker bringt uns halt überhaupt keine Vitalstoffe oder Nährstoffe, null. Ist halt einfach nur ein Endprodukt, eine leere Kalorie, ist einfach nur verbranntes Endprodukt, ja, tausendmal extrahiert und denaturiert und geklärt und gereinigt. Und ja, es ist halt auch einfach so, also das muss man, glaube ich, auch mal irgendwie versuchen zu verstehen, dass die lebendige Pflanze einfach mehr als nur ihr chemischer Aufbau ist oder ihre physikalischen Eigenschaften oder so. Die lebendige Pflanze hat so viel mehr aufzuweisen. So viele, ja, allein schon sekundäre Pflanzenstoffe, die wir noch gar nicht kennen. Auch Schwingungen, ja, Lebensenergie einfach. Also du siehst ja, die Pflanzen, die leben ja. Ja, die wachsen durch Sonnenlicht und Wasser. So, und wenn man dann halt irgendwie so ein totes, weißes Produkt à la weißer Industriezucker hat, sorry, dann ist das halt, kann das halt irgendwie überhaupt nicht wirken, außer dass es halt süß ist und Kalorien hat. So, aber keine Nährstoffe und Vitalstoffe. So, und deshalb als Alternative würde ich Stevia empfehlen und da wirklich einfach die getrockneten Blätter benutzen oder eben in vermahlter Form, aber wirklich die getrockneten grünen Blätter in vermahlter Form und zermalter Form und nicht jetzt wieder irgendwie ein Extrakt. Und Stevia ist halt einfach eine Pflanze, also eine chlorophyllhaltige Pflanze, also grünes, also blattgrün, die einfach nur extrem süß schmeckt, ja. Und da verändert sich auch nicht der Blutzuckerspiegel und so weiter. Also das ist halt sehr interessant. Sie schmeckt ein bisschen auch nach Chlorophyll, also ist vielleicht gewöhnungsbedürftig und man muss halt beim Einsatz oder beim Umstieg wirklich vorsichtig sein, weil sie, also ich weiß nicht wie viel, aber zigfach süßer ist als der weiße Industriezucker. Und da einfach am Anfang wirklich nur ganz, ganz wenig benutzen und wenn es zu wenig ist, steigern, aber wahrscheinlich wird es schon zu viel sein. Also das ist echt, das fällt mir noch schwer teilweise, das wirklich zu, also sinnvoll zu portionieren. Ja, und genau, also das ist so die Alternative und bei Zucker, wie gesagt, ist halt
einfach so ein hohes Suchtmittel, wie eben die Forscher schon festgestellt haben. Und die führenden Forscher sagen auch, das ist ein Gift und es muss genauso kontrolliert und reglementiert werden wie Tabak und Alkohol. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das wird halt ein paar Jahre dauern, bis das soweit ist. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis irgendwie Zigaretten kontrolliert wurden? Ja, das wurde ja auch jahrzehntelang ja, völlig unbedenklich irgendwie verkauft. Und so ähnlich ist es halt bei Zucker. Das wird ein bisschen dauern, aber wenn du ein Vorreiter sein willst oder wenn du einfach jetzt schon gesund sein willst und nicht erst irgendwie, wenn du in 20 Jahren vielleicht, hoffentlich nicht, aber irgendwie eine Krankheit bekommst oder wenn es dann mal kontrolliert wird, der Verkauf von Zucker oder der Einsatz von Zucker. Und wenn du jetzt schon gesund sein willst, deine gewöhnlichen Alltagsbeschwerden, die du hast, Migräne, Müdigkeit, was auch immer, reduzieren willst oder wirklich ganz weglassen willst, dann lasse bitte, bitte den weißen Zucker weg. Ja, ganz einfach. Es ist vielleicht nicht einfach, ja, du wirst es am Anfang merken, aber es muss einfach einmal Klick machen. Einmal muss sich der Schalter im Kopf umklicken und dann gibt es kein Zurück mehr. Dann wirst du sehen, wie geil es dir geht. Also, in diesem Sinne, forget white sugar. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag, hoffe, ich habe irgendwie helfen können.